Oh. Ich habe gerade Zucker konsumiert. Ich habe nämlich schon Stolle. Ich bin der Coolste, so cool wie ich ist keiner. Heute ist Erstverkaufstag von Solizide Squad. Da habe ich einen Scheller gesehen. Für das? Kino? Ja, der Film, der hat es in sich. Der ist... Guck mal. Schaut mal, wenn ich das aufmache, das Geräusch liebe ich. Von einer frisch aufgepackten DVD. Ja, und ja, cool, oder? Cool. Das ist Suizide Squad. Ja, den Film müsst ihr euch anschauen. Ich habe ihn schon 5-mal gesehen, obwohl ich ihn erst vor einer Stunde gekauft habe. Ja, ist das der Joker? Ist das der Joker? Der im Film, der spielt da mit. Der spielt mit da. Der spielt der mit. Film. Schön! Ich sag's euch, der Film schlägt ein wie eine Atompumpe. Das dürfen Sie nicht. Sie haben gerade getan, dass eine Atompumpe in die Luft fliegt. Das dürfen Sie nicht. Hey Alter, wer bist denn du? Bist du nicht ganz dicht oder was? Hey, ich kann da erzählen, was ich will. Okay, wie Sie wünschen. Ich gehe weiter kacken. Jo, geh weiter kacken und lass mich in Ruhe Suizides Quad erzählen. Also, ich hab ohne Bazooka auf meiner Schulter. Vorne an. Ich bin der Coolste. Ich bin der Coolste. Heute ist Erstverkaufstag von dem Film und ich habe eine frisch aufgepackte DVD. Da, ich liebe das Geräusch. Ja, was ich kann? Der Film schlägt ein wie eine Atompumpe. Sie haben schon wieder getan, dass eine Atompumpe in die Luft fliegt. Das dürfen Sie nicht. Hey, was machst du schon wieder da? Hey? Verpiss dich, geh weiter kacken. Aber das ist illegal und tötet Menschen. Das ist so traurig, das finde ich traurig. Das halte ich nicht aus, hey. Ich will da was von diesem DVD da erzählen. Der funkt mir immer dazwischen. Ich halte es nicht aus. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Noch nicht ja, optimal. Ist gut, dass Sie aufgehört haben. Das dürfen Sie. Das dürfen Sie. Ja, das dürfen Sie. Cool. Oh, das. Oh. Oh, da tut sich was im Rücken. Oh. Au. Au. Da tut sich was am Fuß. Ach, das ist so schön so und bleib weiter so. Oh, jetzt kann ich nichts mehr sehen. Ich mach das einfach mit links, wie immer. Hey, darf ich auch ein Stück Schokolade haben? Hast du Geld dabei? Nee, ich kann dir leider erst zu einem späteren Zeitpunkt das bezahlen. Ohne Geld esse ich das weg. Wieder kein Gewinn. Ja, heute gehe ich wählen. Ich wähle das geringere Übel. Und wen willst du? Los geht's. Ah, oh, ich hab's.
Aua! Du auch? Ah, ja, richtig. Cool. Flux. Ich bin streng, Flux. Jawohl, das mag ich viel lieber. Juhu! Juhu! Hoffentlich ist es bald später. Hoffentlich ist es bald später. Oh, es tut mir lecker an mich. Thank you.
zum Arzt kommen oder was? Nö, dann geh ich lieber suchen. Und finden! Hau dir die Fresse! Handkuss! Alternativlos. Zucker. Es ist nicht alternativlos. Ich will Bockenzucker. Hört ihr keinen auf nicht. Achso. Es interessiert hier kein Schwein, was ich mir kaufen würde, wenn ich noch Geld benutzen könnte. Ja? Das sieht hier kein Schwein. Ich bin ja was einzig Schwein. Schweine untereinander, die vertragen sich angeblich nicht so gut. Da fehlt noch Salbei. Das hält der Scheiß doch nicht. Das ist kein Scheiß. Das ist gute Natur. Ich hab doch hier meine Kräuterkiste. Poppen. Husen. Mach dir keine Sorgen. Irgendwer guckt immer zu. Ich weiß. Deshalb habe ich mich immer so gern verliebt. Weil ich mich immer eingebildet habe, dass mich mein Benjoli bei allem, was ich tue, beobachtet. Und da habe ich mich immer ganz dünn. Wahrscheinlich war es nur meine Mami, die mich beobachtet hat. Egal. Ich bin ganz gut geraten. Ich bin zufrieden. Wenn ich mit meiner Pflanze abhängen kann, bin ich total zufrieden. Weil ich dann noch nicht alleine sein muss, ist nur schöner. Das mit den Brüdern ist ja gut und schön. Und dazu gehört auch, dass ein Bruder dem anderen Bruder was verklickert. Welcher Typ hört denn schon auf eine Frau? Ja. Das habt ihr da alle verlernt. Jonathan Mose, der hört auf seine Mami. Der lässt sich zwar sonst nichts vorschreiben, aber ihre Meinung ist ihm sehr wichtig. Und ich gucke mir die Sachen, die ich ja mache, ja gerne dann nochmal an, wenn ich weiß, dass sie gut sind. Und dabei kommen ja dann immer nochmal Gedanken. Wie wär's denn, wenn wir das so deichseln, dass die ganzen Mamis und Muttis, ja? Mutti Merkel, die ist noch nicht mal eine Mutti. Aber das mit Mutti und Mami, das ist auch noch so verschiedene Sachen. Wenn die einfach mal alle von ihrer Mutter sein erlöst würden. Ich muss jetzt noch mal was ganz Wichtiges anspielen. Ich habe ja ein reichhaltiges Angebot an
an Videos auf meinem Kanal. Ganz besonders mein Hörbuch hat es mir sehr, sehr angetan. Ja? Und aus diesem Hörbuch hören wir jetzt. Ich dachte, ich gucke mir die Playlist an. Oh, 2, 3, 4 Kommentare. Vielen Dank, Abby. Selbst die Einführung ist schon inspirierend. Vielen Dank. Das ist jetzt 3 Jahre her. 7 Monate und cool. Ich kann leibhaftig bestätigen, dass alles so ist. Wollen wir mal zusammen. Ja. Die Vorrede hören. Ne. Ich hatte Thoughts of Things. Aber wenn ich mich dann selbst irgendwo hinleite, ja, dann ist das alternativlos. Als ich die Vorrede eingelesen habe, du, boah. Also spitz die Lauscher. Der Sound könnte echt schwierig werden. Aus dem Grund wollte ich doch was anderes hören. Die Steuerung. So, jetzt haben wir hier die Playlist. Wer sind unsere Verwandten? Es geht darum. Wer sind unsere Verwandten? Männer oder Frauen, die den gleichen geistigen Äther ausstrahlen, die gleiche Impulse, Sehnsüchte und Aspirationen haben, stehen nicht immer zu uns im Verhältnis von Eltern, Geschwistern oder sonstigen Blutsverwandten. Daraus und aus der Unsitte, die Blutsverwandte räumlich zusammenleben lässt, entspringt oft unabsehbarer Schaden. Niemand kann gesund und glücklich leben, es sei denn mit Menschen der gleichen Gedankenatmosphäre, einer materiellen Emanation, die ihn entströmt. Blutsverwandtschaft kann oder kann auch nicht diese Atmosphäre erregen. Würde ein Arbeiter oder Handwerker, dessen Gedanken kaum über den kleinen Kreis seiner Tätigkeit hinausgehen, gezwungen ausschließlich mit Gelehrten und Philosophen zu verkehren, ohne einen Menschen seines eigenen Schlages zu sehen, dieser Mensch würde mit der Zeit melancholisch werden, sich bedrückt fühlen und auch an seiner Gesundheit Schaden leiden. Das gleiche Gesetz wirkt, wenn der höhere Intellekt zu inferiorer Gesellschaft verurteilt ist. In beiden Situationen befinden sich viele, die mit ihren Blutsverwandten zusammenleben. Kinder leben, gedeihen und berauschen sich in der Gedankensphäre, die von ihren Spielkameraden ausströmt. Man scheide sie von allem derartigen Verkehr und sie welken Pflanzen gleich. Wo sind meine Spielkameraden? Als Kind lebte jeder von uns in dieser Atmosphäre des Kindlichen. Lebte in der spirituellen Gemeinschaft der Kindheit, gab und empfing von seinen Kameraden ein gewisses spielerisches Gedankenelement. Wir wundern uns zuweilen, dass es so gar nicht mehr gelingen will, diesen vertrauten reinen Rausch, diese tanzende Klarheit aus Kinder- und Jugendfreundschaft geboren, um Gefühl wieder zu erwecken. Es ist, weil unser Geist jetzt einer neuen Gedankennahrung bedarf, die einer anderen, wahrscheinlich höheren spirituellen Ordnung angehört. Würde uns diese zuteil, die Zeit verflöge so herrlich und angenehm, wie einst mit den Kameraden unsere Frühlingsjahre. Wer uns mit diesem neuen Geisteselement versehen kann, ist unser wirklicher Verwandter. Doch diese Relation kann nur dauern, wenn auch wir ihm mit Gleichem vergelten. In vielen Berufen sind die Kollegen die wirklichen Verwandten. Sie fühlen sich untereinander weit mehr zu Hause als an dem Ort, den sie ihr Heim nennen, wo sie schlafen, essen und einen öden Sonntag verbringen. Geistigkeit jeden Grades, jede Gedankenordnung muss freie Verbindung mit ihresgleichen unterhalten können, sonst leidet sie schwer. Blutsverwandtschaft hat herzlich wenig mit solchem psychischen Austausch zu schaffen. Eine Summe unbewusster Tyrannei wird durch die Bande der Verwandtschaft ausgeübt. Erwachsene Kinder pflegen ihren Vätern und Müttern innerlich bisweilen Plätze im Leben anzuweisen, die diese vielleicht, vielleicht aber auch nicht einzunehmen gewillt sind. Dem Wesen nach mag sich dieser nie ausgesprochene Gedanke etwa so formulieren lassen. Die Mutter wird aber wirklich zu alt, um helle Farben zu tragen. Es wäre einfach lächerlich, wollte Mama als Witwe sich wieder verheiraten. Mutter will doch natürlich nicht mehr in unser heiteres Leben hineingezogen werden. Sie bleibt lieber zu Hause, um die Kinder zu überwachen. Oder es wäre doch an der Zeit, dass Vater sich vom Geschäft zurückzöge.
Keine Kraft arbeitet subtiler, keine ist mächtiger, Resultate zu wirken im Guten wie Bösen, als jener gleichmäßige Gedankenstrom, der, auf mehreren Menschen zugleich strahlend, sich vereint, um an einer Person gewünschte Wirkungen hervorzurufen, ob bewusst oder blind. Die Kraft arbeitet und bringt das Resultat. Richten sich nun die gleichen Meinungen von 3 bis 4 Personen auf jenes Wesen, das ihnen neue Leibe vermittelt hat und das sie Mutter nennen. So ist die schweigende Kraft dieser Meinung sehr mächtig, um die Mutter gerade an jenem Platz zu stellen und dort festzubannen, der für die Kinder am bequemsten scheint. Der ganze konventionelle Gedankengang, der das vielfach unterstützt, lautet also: Es liegt im Gang der Natur, dass Mutter alt wird und sich langsam aus dem aktiveren Leben in das Haus zurückzieht, um dort mit anderen kaltgestellten Familienmitgliedern sich zu begnügen und nützlich zu machen, als Oberwärterin in Zeiten der Krankheit oder bei sonstigen Familienereignissen. Durch die vereinte Wirkung solchen Empfindens in der Umgebung verliert so manche Mutter ihre Privilegien als Individuum und handelt genau, wie ihre Kinder unbewusst wollen. Mancher meint nun vielleicht: Aber sollte ich denn nicht mit meinen Sorgen und Kümmernissen zu meiner eigenen Mutter oder nächsten Verwandten gehen dürfen und ihre Hilfe annehmen, wie ich jetzt stets von Kindheit auf gewöhnt bin? Sollten nicht vor allen anderen meine Verwandten mir beistehen in Zeiten der Not? Gewiss, wenn die Mutter oder die anderen Blutsverwandten es freudig und willig tun und die Hilfe direkt vom Herzen kommt. Nicht etwa in der unausgesprochenen Form: Ich glaube, ich werde das wohl tun müssen, weil es mein Bruder oder Sohn oder sonstiger Verwandter ist, der mich darum ersucht. Viele gibt es der Dienste, die unbewusst in solchen Fällen mehr gefordert als erbeten werden. Bürgen werden Verwandten aufgeladen, nur weil sie Verwandte sind. Opfer an Geld, an Protektion, alles, auch Gastfreundschaft, wird einfach erwartet. Geschenke werden erwartet, die wohl doch wirkliche Geschenke Überraschungen sein sollten und eine erwartete Überraschung keine mehr ist. Kein lebender, bleibender Gewinn kommt aber von Gaben, bei denen nicht das Herz mitgeht, die dem Geber nicht restlose Freude bereiten. Weil mit der Gabe noch etwas Unsichtbares mitgeht, das weit wertvoller ist als diese selbst. Es ist der Gedanke, der sie begleitet und dem Empfänger Wohl oder Wehe bringt. Wenn ein Mensch seinen Mitteln gemäß einem Bedürftigen auch nur die kleinste Geldspende gibt, und der Gedanke, der mit der Gabe geht, ist ein tiefer Wunsch, Hilfe zu bringen und intensive Freude, sie bringen zu dürfen, so wirft er über den Bedürftigen ein Gedankenelement gleich einem magischen Mantel. Dann hat er viel mehr getan als eine momentane physische Not gelindert. Er hat spirituelle Gewalt verliehen. Der Wunsch jener Bedürftige, möge die Kraft gewinnen, um sich aus Bettelei und Abhängigkeit befreien zu können, ist eine lebendige Hilfe, um solche Kräfte in Wahrheit zu erlangen. Es wird ein Gedankensamen in den Bedürftigen versenkt, der Wurzel fassen kann, um in irgendeiner Periode physischen oder spirituellen Lebens zu keimen. Wer geistig gibt, mit einer Art Widerwillen, nur unter dem Zwang öffentlicher oder privater Meinung, weil es erwartet wird oder weil andere auch gegeben haben, tut verhältnismäßig wenig, sei es auch Vater, Bruder oder Sohn, den er gibt. Lindert er doch die materielle Not allein und selbst diese nur für eine gewisse Zeit. Er kleidet, nährt einen Leib, aber nicht die Seele, die den Leib bewohnt, solange der Gedanke, der die Gabe begleitet, nicht von gutem Willen und tiefer Freude helfen zu können getragen ist. Das geizige Empfinden, das den Obdachlosen nur duldet, nicht mit offenen Armen empfängt, einem Verwandten, wer immer er sei, nur unter dem Zwang der öffentlichen Meinung hilft, ist ein schwerer Schade für Geber wie Empfänger. Dem Empfänger wird ein Gedankenstrom gesandt von übler Art und Wirkung, den er mit gleichem vergilt, erfüllt durch das Bewusstsein, eine Gabe erpresst, erzwungen zu haben, die Menschen durchaus nicht mit glühendem Dank, sondern mit etwas ganz anderem. Ist es denn nicht Pflicht, nahe Verwandte, wenn sie im Alter hilflos werden, zu kleiden, zu nähren, zu erhalten, wird man fragen? Etwas aus Pflichtgefühl tun, heißt eben noch lange nicht aus Liebe zu einem Menschen handeln. Und so ist wenig damit erreicht, wenn materielle Bedürfnisse zeitweilig gestillt werden, die geistigen aber nicht. Solange der spirituelle Teil des Wesens da muss, ist die Hilfe im Physischen ohne Dauer und Bestand. Eltern, die in hohem Alter von ihren Kindern einfach aus Pflichtgefühl erhalten werden, haben oft hungernde und wunde Seelen. Wund, weil sie sich geduldet fühlen, darbend, weil keine Liebe mit dem Dienste geht, den sie von den Kindern empfangen. Kinder wieder, die ohne Freude von Eltern beim Eintritt in die Welt begrüßt werden, sind tief unglücklich und leiden Not an ihrer edelsten Geistigkeit. Liebe ist ein Elixier, eine Quelle von Gesundheit, Kraft und Aktivität für jeden Menschen, wie viel mehr für ein Kind. Es gibt Mütter, die sagen: Mag aus mir werden, was will, wenn nur meine Kinder gut heranwachsen, dann ist meine Mission erfüllt. Eine Mutter sollte sehr viel Wert darauf legen, was aus ihr selbst wird,
Wenn ihr Wachsen in Weisheit und Kultur gehemmt wird, wird auch das ihrer Kinder gehemmt sein. Eine wahre Mutter wird immer danach streben, von ihren Kindern ebenso bewundert wie geliebt zu werden. Bewunderung und Respekt würde aber nur jener Frau zuteil, die hoch, stark, frei ihren Platz im Leben nicht nur behauptet, sondern auch unermüdlich aufwärts strebt nach immer weiteren Zielen. Solche Liebe und Hochachtung kann keine Mutter von erwachsenen Kindern verlangen, die sich in eine Ecke hinter dem Herd verkriecht, zu einer Kreuzung zwischen Krankenpflegerin und Bonne wird und ihre Familie lehrt, sie als Nutztier bei allen häuslichen Kalamitäten, wirklichen oder eingebildeten, zu missbrauchen. Aus eben diesen Gründen werden Mütter von ihren erwachsenen Söhnen und Töchtern so oft über die Achsel angesehen oder beiseite geschoben. Mütter, die sich so tief erniedrigen, um, wie sie fälschlich glauben, ihren Kindern zu nützen, müssen zuweilen diesen Irrtum furchtbar sühnen. Wer sich stets von anderen meistern lässt, seine eigenen Neigungen und Bestrebungen aufgibt, um fremdes Echo zu werden, nach fremden Wünschen lebt, verliert immer mehr sein Selbstbestimmungsrecht. Er absorbiert so viel von den fremden Gedanken um ihn her, dass er ein Teil dieser anderen wird, ein Werkzeug, das automatisch dem stummen Willen der Umgebung gehorcht. Solch ein Mensch wird fossil, sinkt zu hilfloser Dienstbarkeit herab, verliert immer mehr physisch und geistig die Fähigkeit, etwas zu leisten, wird der Ofenhocker, der senile Großvater, der hilflose Greis oder die hilflose Greisin, wird mehr geduldet als geliebt. Das war in vielen Fällen die Wirkung der Gedanken erwachsener Kinder auf ihre allzu opferbereiten Eltern. Es ist die stumme Macht der Geister, die aus der steten Umgebung auf die Väter oder Mütter drückt, die diese zusammenbrechen lässt. Viel von jener Dekrepitität und Schwäche, die den zunehmenden Jahren zugeschrieben wird, ist auf den schädlichen Einfluss einer Gruppe von Geistern zu setzen, die einander zu überwältigen und zu beherrschen trachten, ob unbewusst oder nicht, ändert wenig an den Resultaten. Ein Mann mag rüstig und froh sein großes Geschäft leiten, die erwachsenen Söhne aber greifen mehr und mehr in das Unternehmen ein. Eine schweigende Kraft schließt die Jugend gegen das Alte zusammen. Eine Kraft, der Einzelne kaum standzuhalten vermag. Es ist ein fester, steter, unaufhörlicher Druck nach einer bestimmten Richtung. Er wirkt Tag und Nacht. Er wirkt umso sicherer, als der Vater von diesem Druck, dem er ausgesetzt ist, gar nichts ahnt, gar nichts weiß, dass es solche schweigenden Kräfte gibt. Er beginnt, sich nur müde zu fühlen. Die alte Energie lässt nach und traurig schreibt er dies alles dem nahenden Greisentum zu. Sollte man nicht seine Kinder über alles lieben? Das Wort sollen ist dem Wesen der Liebe fremd. Liebe geht, wohin sie will und zu wem sie will. Nach den tieferen Gesetzen ihres Lebens. Es gibt Eltern, die keine wirkliche Liebe zu ihren Kindern fühlen, wie auch diese ohne Liebe zu ihren Eltern sind. Keinen Teil trifft die Schuld. Sie waren ohne die Fähigkeit der Liebe zueinander geboren, ohne deshalb leeren Liebe zu sein. Oft glaubt ein Vater, sein Kind zu lieben und liebt nur seine eigenen Ansichten, seine eigenen Erwartungen in ihm. Dann maßt er sich eine vollkommene Tyrannei über den Geist des Kindes an. Er mesmerisiert es seinen Wünschen gemäß. Gewiss sollen Schutz und Kontrolle über Leib und Seele des Kindes so lange walten, bis der junge Organismus den Anforderungen an das Leben gewachsen ist. Über diese Zeit hinaus einem Menschen allen Lebensunterhalt gewähren, aber heißt, ihm eine ungeheure Ungerechtigkeit, ja Grausamkeit antun. Denn auf diese Weise wird er verhindert, jene Fähigkeiten zu entwickeln, die ein junges Wesen wie schwingend, stark und selbstsicher durch das Leben tragen. Ein Instinkt trägt die Vögel, ihre heranwachsenden Jungen aus dem Nest zu locken, so wie sie zu fliegen imstande sind. Das wäre ein schlechter Dienst, wollten sie die Jungen im Nest behalten, wo ihre Schwingen ungeübt verkümmern werden, wo Stürme, Eis und Schnee bevorstehen, denen auch die alten Vögel weichen müssen. Auch bedürfen Tier- wie Menschenmütter Zeiten der Ruhe nach jenen Perioden, die der Generation gewidmet waren. Die Dauer... Darauf wollte ich hinaus. Diese Ruhezeiten sollte aber der Kompliziertheit des Organismus proportional sein und jetzt... Das ist doch im Tierreich nicht anders. Studieren wir doch mal die Tiere, wie machen die es denn? Wie machen sie uns davor, beziehungsweise nach? Naja, wer macht hier was? Zum Thema. Also www.frag-caesar.de/lateinwörterbuch/beginnend mit V. Ja?
Ich habe mich mal über die Venuskunde gemacht, was Caesar über die Venus erzählt. Stehst du direkt bei Venus nach? Ist das ein feminines, ist spannend, ja, dass die Endung us ein feminines Nomen ist. Vielleicht ist es da öfter so gewesen, dass die Englisch, weil Latein ist ja so eine Sprache, da weißt du, das ist wie Mathe. Und da gibt es Regeln. Und eine Regel lautet, dass die Endung a ist weiblich, die Endung um ist neutral und die Endung us ist männlich. Und ausgerechnet bei der Venus steht Nomen, Typ, Nomen, Geschlecht, Femininum. Flexionsart, konsonantische Deklination, ist ich nicht, Form, Grundform. Und deutsche Übersetzung haben wir, Liebe steht ganz oben, dann kommt Venus, dann kommt Anmut und dann kommt Verkauf. Echt jetzt, ohne Scheiß. Und dann gehen wir mal weiter gucken, ich habe hier schon was aufgemacht. Habe ich dann noch Vena nachgeguckt, ja, Vena. ist Verb, Präsens, Form von Jagen? Wo findet man das? Irgendwas mit Jagen zu tun. Also Vena, Vena bit, Vena bist, du wirst jagen, Venabu, ich werde jagen, Vena bit, es wird jagen, Venabimus, sie werden jagen, Vena bites, ihr werdet jagen, Vena bunt, sie werden jagen, Venabor, ich werde gejagt. Erste Person Singular, ich habe gejagt, existiert nicht. Also zumindest hier nicht, im Aktiv. Passiv. Venatus sum, ich bin gejagt worden. Das geht dann wieder. Perfekt Konjunktiv. Achso, was ging ja gerade nicht. Perfekt Indikativ. Weiß nicht, was das bedeutet. Was kann das sein? Weiß ich noch nicht. Na, jedenfalls Vena, Nomen. Ach, da kann ich auch nochmal klicken. Und Venum, Nomen. Genau, Venum steht hier. Nomen, Geschlecht Neutrum. So wie es zu sein scheint, ne? Flexions als O-Deklination. Form, Grundform. Und zu Deutsch. Verkaufsangebot, verkauftes, zum Verkauf angebotenes. Venum, Vena. Venum, Neutrum, Grundform, Verkaufsangebot, verkauftes, zum Verkauf angeboten. Venus, nein, Venum. Mehr nicht, Verkaufsangebot. Das steht da. Und dann habe ich noch Ventor, ja, hat mich auch interessiert. Ventor ist Maskulinum, Grundform, Bauch, Magen, Unterleib. Ventor. Die Liebe und der Verkauf. Und dann haben wir noch Venustare. Das ist ein Verb, A-Konjugation, Form Infinitiv, schmücken, verschönern. Venustare, dritte Person Plural, perfekt, indikativ, aktiv. Sie haben geschmückt. Sie haben verschönert. Venustare. Erste Person Singular, Präsens, indikativ, aktiv. Venustu, ich schmücke. Zweite Person Singular, Venustas, du schmückst. Dritte Person Singular, Venustat. Dritte Person Singular, Venustat. Er, sie, es schmückt. Erste Person Plural, Venustamus, 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 wir schmücken. Zweite Person Plural, Venustatis, Venustatis, ihr schmückt. Dritte Person Plural, Venustant, 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 sie schmücken. Venustant, sie schmücken. Passiv. Erste Person Singular, Venustor, ich werde geschmückt. Venustor, ich werde geschmückt. Zweite Person Singular, Venustaris, Venustaris, Venustare, du wirst geschmückt. Dritte Person Singular, Venustatur, er, sie, es wird geschmückt. Erste Person Plural, Venustamur, Venustamur, wir werden geschmückt. Zweite Person Plural, Venustamini, Venus Tamini, ihr werdet geschmückt. Dritte Person Plural, Venus Tantur. Venus Tantur, sie werden geschmückt.
Präsens, Konjunktiv, erste Person Singular, Venus, Tem, ich schmücke, zweite Person Singular, Venus, Tes, Venus, Es, Venus, Tes, du schmückest, dritte Person Singular, Venus, Tet, Venus, Tet, er, sie, es, schmücke, erste Person Plural, Venus, Temus, Venus, Temus, wir schmücken, zweite Person Plural, Venus, Tetes, ihr schmücket. Dritte Person Plural, Venus, Tent, sie schmücken, Tent, das Zelt. Passiv, erste Person Singular, Venuster, ich werde geschmückt. Zweite Person Singular, Venus, Teres, Venus, Tere, du werdest geschmückt. Dritte Person Singular, Venus, Tetur, er, sie, es, werde geschmückt. Erste Person Plural, Venus, Temur, wir werden geschmückt. Zweite Person Plural, Venus, Temini, ihr werdet geschmückt. Dritte Person Plural, Venus, Tentur, sie werden geschmückt. Mein Hals fängt an weh zu tun, das geht noch so lange weiter. Venus, Venus, Abo, Venus, Tavo, ich werde schmücken. Venus, Tabis, du wirst schmücken. Venus, Tabit, er, sie, es wird schmücken. Ich mach's mal nur die erste Person Singular. Venus, Tabor, ich werde geschmückt. Venus, Tavi, ich habe geschmückt. Venus, Tatus, Sum, ich bin geschmückt worden. Venus, Taverim, ich habe geschmückt. Venus, Tatus, Sim, ich sei geschmückt worden. Venus, Taverum, ich hatte geschmückt. Venus, Tatus, Eram, ich war geschmückt worden. Venus Tavissum, ich hätte geschmückt. Das ist schön. Plusquamperfekt Konjunktiv. Venus Tavissus, du hättest geschmückt. Passiv. Venus Tatus Essem. Ich wäre geschmückt worden. Futur 2. Venus Tavero, ich werde geschmückt haben. Venus Tatus Ero. Ero. Ich werde geschmückt worden sein. Passiv. Infinite, Gleichzeitigkeit. Venus Tare schmücken. Vorzeitigkeit. Venus Tavisse geschmückt haben. Nachzeitigkeit. Venus Taturum esse schmücken werden. Passiv. Gleichzeitigkeit. Venus Tari. Venus Tarior geschmückt werden. Vorzeitigkeit, Venus Tatum, esse, geschmückt worden sei. Nachzeitigkeit, Venus Tatum, iri, künftig, geschmückt werden. Imperative. Venus da, schmücke. Venus da, Venus da, Venus da. Venus da, Venus da, Venus da, Venus da, Venus da, Venus da, Venus tate, 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 Venus tate. Die hat es nämlich immer gemacht, ja? Nominativ, Venus Tare, das Schmücken. Genitiv, Venus Tandi, des Schmückens. Dativ, Venus Tando, dem Schmücken. Akkusativ, Venus Tandum, das Schmücken. Ablativ, Venus Tando, durch das Schmücken. Vokativ, was ist das denn? Venus Tande, Schmücken! Ausrufezeichen. Gerundivum, ich habe echt nur das kleine Latinum gemacht. Nominativ, Venus Tandus, Venus Tanda, Venus Tandum. Venus Tandi, Venus Tande, Venus Tandi, Venus Tandu, Venus Tande, Venus Tandu, Venus Tandum, Venus Tandam, Venus Tandum, Venus Tando, Venus Tanda, Venus Tandu, Venus Tande, Venus Tanda, Venus Tandum. Das Neutrum lernt vom Maskulinum. Das Femininum bleibt immer. Oh, oh. Ich liebe Latein. Die erste, siebte Klasse Latein, eine 1. Achte Klasse, eine 2. Neunte Klasse, eine 3. Und in der zehnten habe ich es gerade so geschafft, nur noch 4 durchzukommen. Und in der siebten ging es wie Mathe. War wie Mathe, war schön. Und dann ging es nur noch ans Übersetzen. Ich werde das Latein wieder salonfähig machen. Es ist ja sowieso. Die Leute haben immer nur so einen Respekt vor Ärzten, weil die irgendwelche oder vor irgendwelchen Wissenschaftlern, weil die irgendwelche lateinischen Namen klappern können. Das ist eine fremde Sprache. So gesehen. Meine Fresse, ich sag's lieber nicht. Das
können andere auch mal erzählen. Müsst ihr das hier ins Arbeit alleine machen? Ey? Was ist denn mit euch da draußen los hier? Ganz speziell. Du da.